Was geht ab, meine Freunde? Das ist mal ein richtig geilen, wunderschönen Start in dieses neue Video, in diesen neuen Vlog. Heute haben wir Sonntag, den letzten Fibotag. Ich bin dezent verpennt. Gestern gab es ja noch ein bisschen was zu essen. Was zu essen gab, kann ich euch vielleicht heute auf der Heimfahrt erzählen. Ihr merkt, ihr seht, ich bin am Arsch. Wir haben jetzt genau 3.28 Uhr. Und wie gesagt, wir starten ganz basic-mäßig mit meiner Morning-Routine. Und zwar hier ein bisschen ablässig, haben wir jetzt nur noch hier 25 Milliliter. Habe ich extra hier abgefüllt. Leute, ich bin übel am Arsch. Gestern noch ein bisschen gefiestet, das heißt gefiestet. Einfach hier das Restessen gemacht. Sprich, ich habe Ding gegessen, meinen restlichen Reis, noch Proteinpulver verbogen, dies, das. Oh Gott, ich bin übel am Arsch. Dazu gibt es dann noch ein bisschen Glutamin. Gut für die Darmflora und ja, das einfleih ich mir jetzt und dann lass mal klarkommen, Leute. Olivia! So, meine Freunde, ich bin jetzt mich gerade am Richten und ich sag's euch, extrem watergezogen, aber Leute, ich laufe heute eben um T-Shirt rum, das ist mir egal. Ich mache jetzt meine Haare, dann halt das Koffer packen, weil wir müssen auch wieder auschecken heute. Und ja, Leute, so ein bisschen Zimmerparty. What's up, YouTube? Leute, wir sind jetzt ready. Die Super Saiyan Chin Frisur ist wieder am Start. Die Flachheit kickt heute wieder komplett rein. Und, Leute, es war gerade eine richtige Geburt, dieses Baby hier zuzubekommen. Ich sag's euch, ich will nichts mehr. Ich habe jetzt alles gepackt und jetzt geht's gleich runter. Frühstück, Mühstück, Hühstück geben. Und dann heißt es auch schon wieder, let's go, last Fibo time. Und Leute, heute ist die Form richtig scheiße. Also, ich glaube, ich lasse ein T-Shirt rein. Das ist nicht mein Frühstück. Von der Basic Frühstück, Mühstück, Eiers und also Proteine und ein bisschen Espresso. Ein Stevie Shit, jetzt mal hier ein Espresso und jetzt nochmal hier drei von den Cardio-Tabletten, einfach nochmal um das Wasser, den Wasserhaushalt so ein bisschen zu regenerieren, regenerieren, ihr wisst, was ich meine. Dazu ist, denke ich, jetzt noch ein paar Eier aus. So, meine Freunde, Frühstück, Mühstück wurde vernichtet. Fünf Ei, klar. Und ein Espresso. Und ich sag's euch, ich gehe mal den Spiegel hoch an. Flach, aber dünn. Jetzt geht's aufs Zimmer. Datteln holen, Geißwaffeln holen und dann geht's in die Stadt. Morgen Walkie machen. What's up, YouTube, Leute? Ich chill gerade noch, warte auf den Uber und dann geht's in die Innenstadt. Ein bisschen Morgen Walkie machen. Leute, scheiße. So, meine Freunde, ich bin jetzt gerade am Morning Walk machen. Sprich, einfach die Beine vertreten, Stoffwechsel aktiv halten. Und ja, wie gesagt, heute Morgen gab es nur die 5 Ei, klar. Rewe hatte zu, heute Sonntag. Und ja, so, gestern gab es ja auch nicht mehr so viel. Sprich, da gab es dann nur noch die, ich habe 3 Onkel Benz Packungen gegessen vom Reis. Habe ich ein bisschen vermischt mit immer so jeweils 50, 30 Gramm vom Clear-Isolat. Genau, dazu gab es dann noch so 15 Datteln waren es. Genau, deswegen Kohlenhydrate brauchen wir jetzt nicht mehr. Sind eigentlich, müssten noch relativ voll sein. Heute Morgen Espresso, die 5 Eiklar. That's it, Freunde. Und jetzt laufe ich einfach noch ein bisschen durch die Stadt. Morning Walk machen. Und dann geht es auch später schon auf die Fibo für den letzten Tag. Mal schauen, was das abgeht. Ich werde vielleicht das eine oder andere bisschen hier mehr mitnehmen. Mehr Zeit und dann geht es heute Mittag auch schon wieder nach Hause. Hoffe ich, die hat die Fibo-Reihe euch nicht gefallen. Gestern war eine komplette Eskalation, da kann ich ein paar Storys einblenden, weil ich nicht so viel gefilmt habe. Aber ja, kurzes Lager-Update. Siehst du Bescheid und jetzt stehe Putzmaschine und hört nichts mehr. What's up, Friends? Jetzt geht's gleich los. Den Koffer abgeben, der bleibt jetzt zu lang hier, wo es für uns auf die Fibo geht. Und dann würde ich sagen, flach, dünn, wässrig. Let's go. Oder checken wir mal kurz, wie es heute aussieht.
für den letzten Tag nach dem Essen gestern ist es noch okay, oder? What's up, Friends? Wir gehen jetzt den Koffer abgeben. Heißt, Koffer bleibt hier. Wir gehen auf die FIBO. Und dann heißt Last Day. Halt doch mal die Schnauze, Bro, wenn ich die. Wenn ich hier die Story, was ist Story, den Vlog mache. Drittes Obergeschoss. Da hat er einfach so ein Tür draufgedrückt, weil er so ein Wichser. Die Koffer bleibt hier, wir gehen auf die FIBO. Wir sehen uns gleich draußen, wenn der Koffer abgegeben ist. So, Friends. Also, Frisur kann man heute knicken. Koffer ist abgegeben, jetzt geht's auf die FIBO. Wir sehen uns gleich hier drin, weil es ist kalt und es pisst ein bisschen. Freunde, wir treffen jetzt gleich wieder meinen Freund. Da ist schon wieder. Morgen. Guten Morgen. Ja. Letzter Tag heute. Ja, da. Vollgas geben. Okay. Let's go. Trainer, Digga, was ist mit deiner Stimme? Ich weiß nicht, was los ist hier. Alter, das sind alle Hops. Also Leute, ich sag jetzt schon mal Entschuldigung. Ist ihre auch Stimme. Alter. Also wenn wir alles nur rumhüpfen wie so behindert, ey, dann wisst ihr, was passiert ist. Hab ich euch mal gar nicht den Stand gezeigt, wie das hier aussieht, wenn es noch ein bisschen leer ist. Digga, zeig den Leuten mal jetzt den Stand hier. Er sagt jetzt euch. Hier, die schöne Treppe. Also, warte. Haben wir noch nie gesehen. Ich komm so rein. Digga, geh mal vor, Digga. Du warst schon fertig, Alter. Die sind so schnell, Alter. Ich hab Beine gestern trainiert. Scheiße. Darf ich bitte hier die Lounge? Lounge, okay. Hier das Hotelpult. Das ist schon mein Bord dann, Ja, ja. Hier die schöne Aussicht. Und das habt ihr gestern gesehen, Leute. Hier standen dann zigtausend Leute. Und ja, also, Digga, was hast du nur geraucht? Leute, und da hier ist dann das Lager, das zeige ich jetzt mal. Da sind die ganzen Sachen Waren drin für euch. Und ja, that's it. Also Freunde, Alter, ich bin über dem Arsch. Und Stand habt ihr gerade gesehen, ich war jetzt gerade auf dem Klo. Jetzt geht's los, Leute, FIBO Tag 4, wir geben nochmal Vollgas. Auf geht's, ab geht's. Let's motherfucking go. Du hast jetzt 20 Sekunden. Jetzt ist Schluss, Alter. Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Letzter Tag FIBO. Nicht wundern, ich habe schon Lippenpflege, meine Lippen sind so trocken, kaputt. Ja, heute genießen wir nochmal, die FIBO hat jetzt gerade angefangen. Bei uns versammeln sich schon alle hier. Chris, spann mal an, Junge. Ja, guck mal hier, das ist sein Leben, Leute. Entwässern, kaputt aussehen, der gute Chris, Hauptsache die Form sitzt. Der Scheiß ist sein Leben, guck ihn dir an. Ja, das ist der verrückte Professor, Digga. Ich kann nicht mehr.
meine Fibo ist over und ich habe mich jetzt, oder ihr müsst jetzt gerade normalerweise den gesehen haben, die Einblicke von der Story, und ich sag's euch, ihr habt mich schon wieder gekillt. In der ersten halben Stunde habt ihr wieder komplett mich auseinandergenommen. War die gleich wieder am Start und ich war ja sowas extrem, hat's gesehen. Bei Move in der Story gleich mal komplett den Stand gegen Vieh, auf gut Deutsch gesagt. Und ja, jetzt geht's wirklich nach Hause, sprich erstmal zum Zug. Und ja, mal schauen, was wir beim Hauptbahnhof jetzt noch ein bisschen so snacken, hacken. Und ja, Leute, das heißt regenerieren. Heute wird nicht trainiert, heute wird einfach ein bisschen Pause gemacht. Und morgen früh geht's wieder back to the road team. Denn ihr wisst, die Wettkampfpläne sind schon in voller Mache, voller Planung. Ja, was gab's eigentlich zum Essen? Ich habe mir jetzt wieder so über die Fibo 3, 4 so Riegel gegönnt, ein paar Proben. Und EAs habe ich getrunken, 2 Sumils, das waren jeweils 200 Gramm Reis, also 2x 200 Gramm Reis, 2x 200 Gramm Hähnchen und das war's. Genau, jetzt könnte ich mal gucken, beim Bahnhof noch was finden. So Bieren hatte ich mega, mega Bock drauf. Mal gucken, ob es da was gibt zum Snacken, Hacken. Und ja, Leute, wir sehen uns gleich beim Bahnhof. Leute, nochmal fettes Dankeschön, dass ihr mich so supportet bei der FIBO und supportet habt. Nicht selbstverständlich, deswegen fettes Dankeschön, Leute. Und ich sag's euch, nächstes Jahr wird noch krass. Meine Freunde, Freunde, wir sind angekommen am Hauptbahnhof. Leute, warum ist mein Gesicht so gelb, Alter? Scheißfilter. Jetzt haben wir noch eine Stunde Zeit und mal gucken, was jetzt noch zu Fuß fällt. Let's go. So, mein Lieben, nachdem ich heute Morgen nur die 5 Eiklar hatte und Espresso und auf der Fibo hatte ich dann nur Ding gegessen. Das weißliche Bocken, da war hier jetzt, wie gesagt, 200 Gramm Reis und 200 Gramm Hühnchen drin und das zweimal. Plus, sagen wir es mal so, noch Babelsriegel. Da waren es, glaube ich, ungefähr um die Mainz. Ich nehme mal 4 Riegel. Jetzt hier als nächstes dieses Sushi-Gedönschen. Das nehme ich jetzt kurz. Und dann geht's weiter. Ich nehme hier die Sachen gerade weg. Wie als wäre das nichts. So geil. No friends, the next. Ich habe mega Bock mal auf eine Banane. Wie gesagt, heute ist der Gönnertag. Banane, bisschen Apfel. Dann lässt du was ganz, ganz Geiles. Kokosnuss. Jetzt mein, als nächstes gönne ich mir jetzt hier so eine Box, so eine Asia-Box. Zeige ich jetzt gerade mal, was hier drin ist. Nur hauptsächlich Fleisch, Gemüse. Wenn ihr so Essen, Auswärtsessen tut, gebe ich euch einen Tipp. Lasst oder reduziert auf jeden Fall die Kohlenhydrate. Sprich, wir haben hier nur Fleisch und Gemüse drin, weil das relativ einigermaßen Öl drin ist. Genau. Mein Tipp an euch. Und jetzt nicht mehr das Ganze. So, meine Freunde, wir sind jetzt mittlerweile im Zug. Ihr habt gesehen, was es als letztes gab. Das asiatische Gedöns. Und das ist eigentlich jetzt nicht viel. Und ja, ich bin gerade im Zug. Unschwer erkennen können. Jetzt geht es nach Mannheim. Mannheim wird dann umgestiegen nach Stuttgart. Und von Stuttgart geht es dann morgen nach Hause. Und ich sag's euch, ich bin dezent okay, am Arsch, dezent. Und ich bin einfach froh, wenn ich wieder zu Hause bin, dann werde ich vielleicht noch das ein oder andere snacken. Und ich glaube, wir sind jetzt nicht mal so auf 3000 der Halbzeit. Wer weiß, was ich kann schon mir bei ihm ehrlich gesagt gut vorstellen, dass er. Ich freue mich schon, der Typ, der schreit so auf das Training morgen. Back to the Routine, Leute. Und ja, heute haben wir noch ein bisschen gesnackt. Ich habe voll Bock auf Beeren. Deswegen kann ich mir da auf jeden Fall noch Beeren. Ja, Leute, ich mache jetzt zwischendurch jetzt nur noch, schneide ich das Video fertig für den ersten Vlog. Road to Fibo, mein ganzes Laden und so. Weil ich muss unbedingt zum Friseur. Ich freue mich da so. Ey, ihr wisst gar nicht, es geht eigentlich jetzt erst richtig los, ne? Also jetzt heißt es wieder gucken, dass die Form nach den einigermaßen aufladen, entladen und ganz entwässern gesund wird und dann wieder Ausgangslage hat, um wieder in die Prep zu starten. Deswegen bleibt auf jeden Fall am Ball und ich würde sagen, sehen wir uns gleich in Mannheim. So, meine Freunde, ich saß hier in der Missgeburt, Alter. Wortwörtlich. Und wir sind jetzt im Schwabenland, Leute. Back in my town. Und jetzt habe ich gleich was abgeholt. Und mein Daddy. Zusammen gehen raus. Und mein Daddy. Und dann geht's nach Hause. Ich kann nicht mehr, Leute. What's up, YouTube? An der Stelle. Wir haben den nächsten Tag, Leute. Ich bin an dem Tag nur noch nach Hause gekommen. Wollte schlafen.
und ich war einfach fix und alle. Leute, ich wollte mich hier an der Stelle, bevor das Video endet, fett bedanken für die kranken 4 fucking geilen FIBO-Tage. Das ist nicht selbstverständlich, dass ihr so eine komische Phrase sehen möchtet. Und was auf der FIBO abging, was jetzt noch die Tage danach abging oder abgeht, stay tuned, Freunde. FIBO war kompletter Abriss, deswegen an der Stelle möchte ich mich von Herzen bei jedem Einzelnen bedanken, wo zu mir gekommen ist, mit Bilder gemacht haben, mit mir geredet haben, Tipps, die Stars. Und Leute, ich sag's euch, just the beginning, just the warm-up. Leute, es wird richtig, richtig viel kommen. Stehen einige Projekte an, also Leute, stay tuned. Falls ihr Bock habt, könnt ihr mich abonnieren. Instagram, die Stars, YouTube, die Stars. Und ja, Leute, ich sag's euch, das ist nur der Anfang. Jetzt heißt es erstmal ein, zwei Wochen ein bisschen langsam machen. Wir werden wahrscheinlich auf die ein oder andere Wettkämpfe gehen, mal zum Zuschauen. Und dann steht auch schon meine Wettkampfsaison an. Also ich würde sagen, bleibt auf jeden Fall am Ball. Hier wird das ganze YouTube-Game erstmal auf den Kopf gestellt. Und Leute, fettes Dankeschön für den Support. Wenn ihr Fragen habt oder sowas, schreibt mir gerne auf Instagram. Ich versuche da täglich die ganzen DMs abzuarbeiten. Deswegen, meine Freunde, fettes Dankeschön von Herzen. Wenn ihr mich supporten wollt, ihr wisst, bei Peak, Code Chris10, kriegt ihr immer den besten Deal. Bei Smiledogs, Code Chris, kriegt ihr auch immer den besten Deal. Ich bin über jeden Support dankbar. Ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, weil ich bin auch nur einer, genauso wie du, wo das Video gerade schaut. Deswegen, Leute, fettes Dankeschön von Herzen. Bleibt am Ball. Jetzt geht's erst richtig los, Leute. Und ihr kennt mich. Wenn ich das sag, dann geht's richtig los. Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Vlog. Ich denke mal schon die Tage. Und Leute, geht trainieren. Bleibt fit, bleibt gesund. Genießt die Zeit mit eurer Familie. Und Leute, ich liebe euch über alles. Fettes Dankeschön für die geile Zeit. Ich bin raus. See you soon. Und wir schalten wieder ein, wenn es heißt, get shredded.